Mein Thema heute ist, dass wer sich mit dem Zeitgeist verheiratet, der ist bald Witwer. Und genau das ist das Ergebnis, was wir auch am 26. September gesehen haben. Umfragen, Stimmungen und veröffentlichte Meinung hat eine größere Rolle gespielt als tatsächlich Weitsichtigkeit und pragmatische Politik. Das hat eine lange Genesis. Das ging 2008 schon los mit der Griechenland-Krise. 2011 natürlich, aufgrund eines Einzelereignisses Fukushima, war die Stimmung so, dass alle aus der Atomkraft aussteigen wollten. Wir kennen die aktuelle Situation darum. Die Preise explodieren, wir wissen nicht, wie wir Energiesicherheit gewährleisten können in Zukunft. 2013, ganz interessant, da ist die Partei mit den eigenen Konservativen nicht sehr nett umgegangen, weil alles, was konservativ bezeichnet wurde, einen rechten Touch bekommen hat. Insofern haben wir dann eine Entwicklung gesehen, die dann uferte in der Gründung der AfD. 2015 Flüchtlingskrise, ich glaube, das brauche ich nicht weiter erläutern, bis hin jetzt tatsächlich zum Umgang mit der Corona-Krise, getrieben von Stimmungen, getrieben von Umfragen, auch personeller Natur. Wir haben gerade das Thema Markus Söder angesprochen. Und die Quittung kam am 26. September. Der bürgerliche Wähler hat die Scheidungspapiere eingereicht, was die CDU betrifft. Und sie wollen eben nicht Zeitgeistpolitik, sondern Politik mit Weitblick. Also ich teile diese Analyse und meine Außendiagnose, die ich da mit aller Vorsicht natürlich und Respekt da äußere. Sie haben in der deutschen Politik, haben Sie ja ziemlich viele Traumtänzer, die da unterwegs sind, die sozialen Traumtänzer, die grünen Traumtänzer, da haben Sie die Vergangenheitstraumtänzer da, die da sich ins Mittelalter zurückträumen. Und die CDU müsste ja eigentlich die Partei der Wirklichkeit sein. Die Deutschen sind ja eigentlich Pragmatiker, tüchtige Leute, man weiß, man muss zuerst arbeiten, bevor man das Geld ausgeben kann. Und die CDU hat hier tatsächlich ihren Kompass verloren. Die haben sich zu stark einfach als Machtgewinnungsverein verstanden. Frau Merkel hat das natürlich auf die Spitze getrieben. Und deshalb sage ich, ist diese Opposition jetzt für die CDU eine riesige Chance. Und ich wünschte mir, wenn ich das noch anfügen darf, ich wünschte mir, dass es da richtig Kracht und laute Diskussionen gibt. Nicht, ob einer da den anderen zu sehr kritisiert hat, sondern zur Sache, zu den Themen. Was ist eigentlich unsere Botschaft? Was ist unsere Position? Und da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, ob das gelingen wird, dass hier wieder eine inhaltliche Besinnung stattfindet in der Opposition, weil jetzt war einfach reine Machtgewinnung, eine Art Rotary-Club, der da irgendwo in den Teppichetagen der Politik abonniert ist. Also ich sehe es positiv. Ich glaube, die kommen in der Opposition wieder zurück. Also wenn Opposition sozusagen der Jungbrunnen ist, dann müsste die bayerische SPD inzwischen bei 8% sein. Die sind seit 70 Jahren der Opposition und haben nicht die Chance. Also insofern habe ich da meine Zweifel, dass in der Opposition man wirklich sich erneuern kann. Aber eines vermutlich muss man auch sehen. Merkel hat die Partei geführt nach Gutsherrenart. Alles hört auf mein Kommando und die Partei hat sich das gefallen lassen. Ich kann mich erinnern an den Parteitag 2015, Höhepunkt Flüchtlingskrise in Karlsruhe. Da gab es einen Antrag von den Leuten Werteunion, Bosbach und solchen. Die sagten etwas, was ich ganz witzig fand. Die Bundesregierung wird aufgefordert, bei der Zuwanderung die bestehenden Gesetze zu beachten. Dass eine Regierungspartei so eine revolutionäre Forderung soll, ist ja Bayer schon Bayer. Das wurde dann wie so üblich im Leitantrag irgendwie verwurstelt und all diese Kämpfer, die dann am zweiten Tag, als ihr Antrag auf der Tagesordnung war, in die Bütt hätten gehen müssen, waren alle weg. Hatten wichtige dringende Termine im Wahlkreis oder sonst wo. Das heißt, die Partei hat sich auch mehr oder weniger entmannen lassen und unterworfen. Ja. Also und dass Merkel das nutzt. Mhm. Ist eigentlich naheliegend. Also es gibt auch andere Beispiele, wie 2016 hat der Bundesparteitag beschlossen, kein Doppelpass. Ja. So, und was daraufhin passiert ist, wissen wir auch. Und da geht es dann doch wieder auch um Stimmung und Umfragen, die Angela Merkel da genutzt hat. Und natürlich auch die Presselage diesbezüglich zu sagen, nö, setze ich nicht um. Und das sind so Punkte, über die sich die CDU jetzt wirklich klar werden muss. Kann man auf diesem Weg weitermachen, ja oder nein? Ich persönlich glaube definitiv nicht. Wenn wir uns wieder besinnen, auch gegen Wind, ja, aus bestimmten Medienstuben heraus,
stehen und pragmatische Politik machen, auch mit Weitblick, auch mal unter diesem Aspekt. Was sind da die entscheidenden Themen aus Ihrer Sicht? Also Flüchtlingsthematik zum Beispiel. Nach wie vor. Ja. Wir haben es gesehen bei der Bundestagswahl, dass zwei Themen uns völlig abhandengekommen sind. Das ist die Wirtschaftskompetenz und die Sicherheitskompetenz. Und es geht ja mittlerweile schon so weit, dass wenn ich die soziale Marktwirtschaft hochhalte und sage, die Grundbedingungen der sozialen Marktwirtschaft ist zum Beispiel Eigentum, ist Eigenverantwortung, dann muss ich ja heutzutage wirklich schon vorsichtig sein, nicht in die rechte Ecke geschoben zu werden. Und wenn ich das nicht aushalte als Politiker und das nicht aushalte als Partei, dann braucht man uns irgendwann nicht mehr. Da stimme ich Ihnen zu. Mich stört nur an Ihrer Argumentation das Wort Zeitgeist. Die CDU sei da dem Zeitgeist hinterhergelaufen. Ich würde behaupten, die CDU hat den Zeitgeist nicht mehr genug getroffen, denn die CDU ist total Zeitgeist. Deutschland ist total CDU. Deutschland ist total konservativ. Deutschland ist total Merz außerhalb von Berlin, auf dem Land, vor allen Dingen im Westen Deutschlands. Deutschland ist tief konservativ, nach wie vor. Deutschland glaubt überhaupt nicht. Deutschland glaubt an die Familie. Richtig. Deutschland pendelt mit dem Auto zur Arbeit und fährt gerne ein großes Auto im Übrigen. Aber all das, was Sie jetzt Deutschland sagen, isst total gerne Fleisch. Deutschland gendert auch nicht. Deutschland hat in der Flüchtlingskrise eine ganz klare Position angenommen. Aber der Zeitgeist ist doch ein anderer. Das, was uns medial präsentiert wird. Medial. Genau, und das meine ich. Aber der Zeitgeist, also das ist für mich tatsächlich das moderne Deutschland, das sieht genau so aus. Und die CDU hat genau das zu wenig bedient. Und deswegen braucht es dringend die CDU genau mit diesen Positionen. Da bin ich völlig bei Ihnen. Und das ist so schade, dass wir dieses Angebot momentan nicht machen für wirklich eine breite Mehrheit in dieser Gesellschaft. Und wenn wir das verstanden haben und dazu auch wieder stehen, und wir können es ja anders nennen, nicht Zeitgeist, sondern veröffentlichte Meinung. Vielleicht lässt sich damit besser greifen. Aber wenn wir uns anschauen, einer hat das ja zumindest am Anfang seines Wahlkampfs mal versucht. Mhm. Das war Markus Söder, der sich bei dem Thema zumindest bei Migration sehr klar positioniert hatte in dem Bayern-Wahlkampf 2017 war es. So, und was ist dann passiert am Ende? Er ist nicht stehen geblieben. Aber Herr Seehofer hat was anderes gemacht, er hat sich an die AfD angeschmiegt. So. Also das ist ja nicht konservatives Deutschland. Angeschmiegt nicht, er hat, glaube ich, sozusagen bei den Themen eine ähnliche Rhetorik vertreten am Ende, die AfD... Aber er hat die Unterstützung vom Bund doch nicht gehabt. Also sorry, er kann doch in Bayern erzählen, was er will, wenn die Umsetzung anders aussieht, glauben die Menschen irgendwann nicht mehr. Die CSU hat ja ständig rote Linien in Berlin gezogen und die rote Linie war im Flugsand und je nachdem, wie sich Merkel bewegt hat, ist die rote Linie mitgegangen. War die CSU da nicht glaubwürdig. Und das andere war natürlich, Söder hat natürlich auch einen Unsinn gemacht, die Sache mit dem Kreuz beispielsweise. Wo er sich da mit dem Kreuz hinstellte und sagt, in jeder Amtsstube ist jetzt ein Kreuz und so. Das war natürlich einfach übertrieben und überzogen, das war alles nicht glaubwürdig. Insofern hat er da an seinem schlechten Wahlergebnis, war er mitverantwortlich. Aber gibt es aus Ihrer Sicht einen Wahlkampf, der symbolisch dafür steht, dass das Konzept eben aufgehen könnte? Na, Sachsen-Anhalt hat es ja gezeigt. Mhm. So, und das ist im Prinzip ein einziges Thema gewesen, wo die Leute so dankbar waren, dass jemand mal konsequent dabei geblieben ist, ja, beim Thema öffentlich-rechtlichen Rundfunks. So, und das war im Prinzip der ausschlaggebende Faktor in Sachsen-Anhalt, dass mal ein Politiker entgegen des Windes, der ihm entgegenschlägt, steht und sagt, nein, das machen wir nicht. Punkt. Das erwarten Leute. Und konservativ sein, das überzeugt nach wie vor. In Sachsen-Anhalt hat das funktioniert. In Sachsen funktioniert das auch. Das hat im Übrigen auch in Baden-Württemberg funktioniert, nämlich mit den Grünen. Die sind da zutiefst konservativ und es holt die Leute absolut ab. Wobei natürlich, die fahren natürlich mit dem SUV zu Biobauern, kaufen das Fleisch und wählen dann die Grünen. Das ist der Fehler der CDU. Was tust du für die Umwelt mit deinem SUV? Ich wähle die Grünen. Nicht? Also der moderne Ablasshandel. Ich mache alles, was ich eigentlich nicht machen dürfte und wähle dann die Grünen, um sozusagen ein gutes Gewissen zu haben. Insofern ist es nicht so einfach, dass alle, die Fleisch essen und Auto fahren, dass die potenzielle CDU-Wähler sind.